Hallo und ich begrüße euch zu einem neuen Video in unsicheren Zeiten. Es ist vielleicht auch nicht das beste Spiel für die aktuelle Zeit, aber es ist ein Spiel, was mich absolut überraschen konnte und was ich euch deswegen auch gerne vorstellen möchte. Denn ich habe endlich verstanden, warum so viele von euch Shooter auf den Konsolen toll finden. Das liegt jetzt immer noch nicht an dieser unpräzisen, schrecklichen Controllersteuerung, die ich noch immer zum Kotzen finde, sondern mehr am fantastischen Shooter, der hinter Killzone selbst steckt. Hätte ich also vor grob 20 Jahren auf der PlayStation 2 mal Killzone gespielt, wäre mein Spielverhalten heute vielleicht ganz anders geworden. So oder so aber stelle ich euch heute den Start der sehr erfolgreichen Shooter-Serie vor und genau damit legen wir nach dem Intro los mit Teil 1. Killzone setzt uns in einem fernen Universum ab, das vom Krieg geplagt ist. Auf der einen Seite stehen dabei die Hellghasts als Bösewichte der Geschichte und auf der anderen Seite sind dann wir als die guten alten Menschen. Gestritten wird sich, wie wohl immer in der Zukunft, um eine Weltraumkolonie, auf der es vermutlich sowas wie Weltraumöl oder andere Ressourcen gibt. In einem vorherigen Krieg hatten die Menschen jedenfalls schon einmal die Hellghasts besiegt und diese dann entmilitarisiert, sprich die Waffen kaputt gemacht oder weggenommen. Für die Hellghasts war dies natürlich ein fieser Schlag mitten genau ins Ego, weswegen sie nun auch wieder zurück sind, gestärkt und voller Eifer einen neuen Krieg zu beginnen und diesen vielleicht diesmal auch zu gewinnen. Als sie es dann noch schaffen, die menschengemachte planetare Verteidigung auszutricksen, auf die die Menschen gesetzt hatten, scheint ein Sieg zum Greifen nahe, auch weil die Truppen der Menschen in der Kolonie einfach absolut in der Unterzahl sind. Wenn da dann nicht noch ein tapferes Squad wäre, das den Hellghasts ordentlich Stress bereitet. Und genau zu diesem gehören wir. 4 Soldaten gegen eine ganze Armee. Kann das überhaupt gut gehen? Tja, das müsst ihr wie immer selber herausfinden und es dafür dann auch selber spielen. Doch das eben benannte Squad muss sich auch erstmal zusammenfinden und so beginnen wir auch diesen Shooter mal wieder erstmal im Alleingang, bis wir dann nach und nach die Leute zusammen haben. Ab diesem Punkt an dürfen wir uns dann auch zum Start jeder Mission immer erstmal einen der 4 Charaktere aussuchen, der dann für diese Mission der Squad-Leader wird. Aber im Grunde ändert sich dabei eigentlich mal abgesehen von der eigenen Bewaffnung gar nicht mal so viel für uns. Zur Auswahl stehen dafür dann Templar, der ist der 0815 Squad-Leader, den absolut nichts auszeichnet. Dann wäre da Luger, eine Frau, die zu einer Spezialeinheit gehört, die sich so ein bisschen für verdeckte Kriegseinsätze auszeichnet. Mit ihr könnte man theoretisch so ein bisschen stealthy vielleicht vorgehen, klappen tut das aber nicht sonderlich toll. Dann gibt es da Hacker, er ist unser Spion, sprich ein Ghast, der aufgrund dessen auch einige der fiesen Fallen dieser Armee überlisten kann, weil er quasi genau zu den Mai gehört hat. Und dann ist da Rico. Rico ist einfach der Mann fürs Grobe, ausgestattet mit einem fiesen MG, das außerdem auch noch einen Raketenwerfer eingebaut hat. Keine Frage also, dass ich mich fast immer für Rico und sein schönes MG entschieden habe. So oder so bestreiten wir dann aber zu viert als Squad die verschiedenen Missionen, die uns dann durch die Story führen. Immer zu neuen Schlachten mit wirklich sehr einfach gestrickten Missionszielen, Positionen erreichen, Schalter drücken oder hier und da mal etwas zerstören. Rätsel oder Tiefe in irgendeiner anderen Art und Weise braucht ihr hier nicht zu erwarten. Das hört sich jetzt vielleicht auch im ersten Moment eher negativ an, aber das Shooter-Gameplay ist an sich schon so stimmig und die Waffen zusammen mit dem Gunplay machen auf eine simple und ganz einfache Art und Weise Spaß, dass es gar nicht auffällt, dass man hier eigentlich nur stupide einen Schlauchlevel abläuft. Packt jetzt noch die eben genannten facettenreichen Schlauchlevel dazu, die in ihrer immer grau-braun-grünen Suppe daherkommen und ihr wisst vielleicht ein bisschen mehr, was ich meine. Das Spiel liefert, wie gesagt, einfache, solide Action, bei der man aber auch ab und zu mal was auf die Mütze bekommt. Das Spiel ist so oder so, jedenfalls für mich, immer eine Herausforderung gewesen, weswegen das Ganze drumherum auch nicht ganz so doll gestört hat. Zwar verfügt das Spiel auch über Checkpoints, die helfen auch so ein bisschen, dass wir zumindest nicht immer und immer wieder die 5 bis 15 Minuten langen Levelabschnitte neu starten müssen. Diese sind aber leider auch oft ein bisschen blöde platziert, wobei ich da auch nur für den normalen und einfachen Schwierigkeitsgrad sprechen kann. Ich möchte nicht wissen, was für eine Hölle dieses Spiel wohl auch schwer ist.
aber vermutlich könntet ihr dazu mehr sagen. Was das Spiel außerdem noch gut kann, ist seine Action genau passend zu platzieren. Eher ruhigere Parts im Spiel wechseln sich oft passend genau mit actionreichen Schlachten ab. Genau dann, wenn man selbst merkt, dass es gerade viel zu ruhig geworden ist, dann gerät man genau in einen Hinterhalt und steht schon wieder an der MG-Stellung oder einem Flakgeschütz oder ballert mit seinem ganzen Squad auf unzählige Gegner ein. Ansonsten bewaffnen wir uns aber auch gerne mit allem, was wir so in der Spielwelt finden können. Das sind aber in erster Linie die Sturmgewehre der beiden Armeen sowie deren Seitenwaffen. Neben den zusätzlichen Feuermöglichkeiten, die manche Waffen haben, sowas wie einen eingebauten Granatwerfer oder eine Schrotflintenfunktion, kommen später dann auch noch größere Waffen dazu, wie ein eigenständiger Granatwerfer oder aber ein Scharfschützengewehr. Für mich persönlich fehlt es hier aber so ein bisschen an den Besonderheiten, also eine Waffe, die halt richtig episch, genial, geil ist, was Besonderes, was es nur in diesem Spiel gibt. Wobei ich sagen muss, dass das Gewehr hier mit seiner panzerbrechenden Munition auch echt Laune gemacht hat, aber leider gibt es genau für diese Waffen sehr wenig Munition, so dass man dann doch eher die ganze Zeit wieder mit dem Sturmgewehren rumläuft. Spaß macht das Rumgeballere und das Gefeuere aber trotzdem. Technisch ist Killzone dann auch etwas ganz Feines, besonders wenn man bedenkt, dass es sich hierbei immer noch um einen PlayStation 2 Titel handelt. Natürlich könnte hier und da noch mehr Detailgrad sein oder allgemein mehr Details und es sieht auch nicht aus wie ein aktueller Shooter, aber ich meine, das erwartet man ja auch nicht von einem Spiel, das schon so alt ist. Aber was es hat und wie es sich in den Videos präsentiert, besonders in diesem Intro, das finde ich schon echt heftig für ein Spiel aus dieser Zeit. Und es hat mich auch jetzt beim Spiel noch überzeugt. Die ersten Minuten sind immer ein bisschen schwer, weil man sich erstmal dran gewöhnen muss, dass halt alles ein bisschen matschiger ist. Aber wenn man dann erstmal drinne ist, dann fällt das gar nicht mehr auf. Und spätestens dann, wenn man rumschießt, dann ist sowieso alles egal. Noch mehr kann man mit dem Spiel natürlich aus einem Emulator rausholen. Dann wird das Spiel nochmal eine ganze Ecke schärfer, hübscher und ansehnlicher. Weswegen ich das auch grundsätzlich immer empfehlen würde. Ansonsten passt der Sound, soweit ich das sagen kann. Das Spiel hat tolle Sprachausgaben, die Dialoge sind okay und die Explosionen und Waffen hören sich soweit auch ganz solide an. Abzüge würde ich dem Spiel erstmal nur für die Gegner-KI geben. Die Gegner weichen zwar Granaten aus und suchen sich immer schnell Deckung, verhalten sich dann leider im nächsten Moment schon wieder recht doof. Oft sehen diese uns auch nicht, obwohl wir nur geschätzte 10 Meter von denen entfernt stehen. Aber gut, wollen wir die Kirche mal im Dorf lassen. Eine Herausforderung ist es trotzdem, sie abzuballern. Nicht, weil sie so schlau und stark sind, sondern einfach, weil sie öfters auch mal in einer großen Anzahl kommen, fiese Granaten selber werfen oder einfach sehr stark gepanzert sind. Für mich war dieses Spiel auf jeden Fall durchgehend eine Herausforderung, besonders der Hafenabschnitt, den ich euch hier mal zeige. Hier bin ich unzählige Male gestorben, weil ich die Granaten der Gegner gefressen habe und der Checkpoint war dann leider auch etwa 10 bis 15 Minuten hinter meinem Todeszeitpunkt, was es immer so ein bisschen frustrierend gemacht hat. Aber gut, das kann auch ein ganz eigenes Problem von mir selbst sein, von mir und meinen Controller-Skills. So oder so war Killzone aber eine tolle Erfahrung und ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Teil. Es ist auch trotzdem nicht das beste Spiel auf der PlayStation 2, wie es manche hier geschrieben haben, aber es ist ein wirklich tolles, gutes Spiel. Daher sehe ich es in meiner Wertung auch bei 8 von 10 Punkten, was etwas höher angelegt ist als in den üblichen Testberichten der Zeit. Falls ihr das Spiel trotzdem noch nie gespielt habt, solltet ihr das unbedingt mal nachholen. Es lohnt sich auf jeden Fall. So, und jetzt habt ihr Bock auf noch mehr Geballere. Links gibt es Medal of Honor Teil 2 und rechts gibt es Dark Watch, einen weiteren Shooter auf der PlayStation 2. Draufklicken und Spaß haben. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder und bis dahin sag ich ciao, ciao.